Okay, jetzt bin ich wieder im Sumpf. Er hat es irgendwo im Sumpf verloren. Das ist halt schon mal immer eine gute Beschreibung. Brauche ich diesen Sumpf-Soundtrack. Ich glaube, ich werde das mal alles aufnehmen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Wie den Sound hat, dass das Play noch läuft, so nicht unbedingt immer immer umstellen müssen. Sumpfkraut. Hey, ich hatte immer da ein Schlachtfest gemacht. Jabbert, wer ist da? Wie hast du mich gefunden? Ich weiß aus Erfahrung, dass sich Flüchtlinge gerne in Höhlen verstecken. Flüchtlinge sind Feiglinge, die vor den Konsequenzen davon laufen. Ich laufe nicht davon. Ich bin auf freien Stücken hergekommen. Wenn du mich noch einmal so nennst, schlage ich dir deine hübschen Zähne mit meiner Axt aus. Hör bitte ruhig, ich interessiere mich für deine Schatulle. Ich bin auf dem Weg aus dem Kampf raus. So, Kumpel, jetzt überreagierst du aber. Beleidigst mich nicht nur, du willst auch noch mein Eigentum wegnehmen. Dafür wirst du das Blut bezahlen. Ich werde dir zeigen, wie Südländer mit Dieben umgehen. Und er tötet mich. Das war ja klar. Das war ja klar. Ich glaube auch die Armbrust-Team. Wobei er mich unvorbereitet getroffen hat am Anfang. Das war sein Glück. Mit dem Crit. Der ist schon auch nicht reingehauen. Und hier hätte ich schon gerne eine bessere Rüstung. Aber. Muss den irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen Eisblock-Zauber. Und ich rede einfach nicht mit ihm und greife ihn dann einfach so an. Ich bin sogar ein bisschen angeschlagen. Macht natürlich einiges aus. Der tötet mich jetzt nicht, aber ja, der Kerl ist schon eine ziemliche Herausforderung. Ich muss gucken, ob ich einen Eisblock-Zauber habe.
Oh, ich habe sogar einen Eisblock. Komm, ich töte ihn. Traf ich auf einen Südländer, er griff mich an, obwohl ich versucht habe, mit ihm zu reden. Ich fand bei ihm eine Schatulle voller Edelsteine. Ich bin sicher, dass Cortez sie haben will. Oh, Zweigzerstörer. Einhändige Waffe. Sie hat sichtbare Gebrauchsspuren. Alligator. Warum hat er das ganze Zeug daher geschleppt? Da ist nichts zu holen. Naja, es gibt die Tricks. Und das sind die Tricks, die man benutzen kann. Oder sollte. Oder whatever. Nicht klick, ob es ein Zweihandschwert. Weil er sich da schon drauf abstützen wollte. Am Ende einfach Uriziel. Ah ne, wobei. Das ist ja schon lange. Bei den Orks. Im Tempel. Mich erwischt ohne Waffen. Ah, sie haben sie erwischt. Ohne Waffen hatten sie keine Chance. Silberner Ring. Schmuckkästchen, eine der Wand von Cortez. Sumpfkraut, Sumpfkraut, Sumpfhai. Das ist eine Drachenwurzel. Ein Typ, der versucht, eine Kiste zu schieben. Okay. Mich würde es interessieren, wo die Drachenwurzel ist. Cone. Hey Kumpel, irgendwas sagt mir, dass diese Truhe nicht dir gehört. Ich habe gerade, ach scheiße, Marvin, du hier? Cone, du alter Mistkerl, ich hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Die Dinge sind zu heiß geworden auf Londram. Die Jagd sind ganz schön nah. Sie werden wahrscheinlich über Nacht angreifen. Dieses Schiff war die letzte Chance, sich einen Vorsprung zu verschaffen. Du hast das Richtige getan. Aber wie ich sehe, geht es dir ziemlich gut. Marvin, der furchtlose Söldner, schön, schön. Du und Jorn seid so plötzlich verschwunden. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt. Ich wäre wahrscheinlich mit dir gegangen. Was ist denn Londram? Panik. Die Menschen bereiten sich auf den Kampf vor und andere, die noch ein bisschen Verstand haben, versuchen herauszufinden, wie sie von der Insel kommen. Wer reicher war, ist schon längst seit so weit wie möglich vom Krieg weggesegelt. Oh, und noch eine Sache, die dich interessieren könnte, ja? Ich suche nach dir, Marvin. Diese Sache mit deinem Vater. Du warst nicht dabei. Du weißt nicht, wie er war. Übrigens ist Jörn bei dir. Jörn ist seit einer Weile verschwunden. Er wurde gekidnappt. Ich bin immer noch auf der Suche nach ihm. Es tut mir leid, Mann. Aber bist du sicher, dass er entführt wurde? Es deutet darauf hin, warum fragst du? Alter, erinnerst du dich nicht mehr daran, wie viel Ärger dein alter Herr mit ihm hatte? Er verschwand ständig und nahm an zwielichtigen Treffen teil. Warum hast du mir nie was davon erzählt? Damit Jörn mich verprügelt? Ich danke dir sehr. Er ist ein ruhiger Mann, solange du ihm nicht auf die Füße trittst. Zurück zur Truhe. Oh je, oh ja, ein Glücksfall. Das Schiff wurde von Orks gesprengt. Ich sag dir, sie tauchten auf wie eine Art Gespenst. Das Schiff ging unter und ich wurde von den Wellen hinausgeschleudert. Stell dir vor, wie überrascht ich war, als ich ein paar Meter weiter diese Truhe fand. Die ist voller Gold.
Hilf mir diese, hilf mir der Truhe. Ich werde sie halb mit dir teilen. Ich bin sicher, das wird, dass uns nicht, an nichts mangeln wird. Cone, wenn du die Truhe nicht zu ihrem Besitzer zurück bist, bist du ein toter Mann. Das ist meine einzige Hoffnung, Jorn zu finden. Es ist eine Pattsituation. Vielleicht können wir eine Win-Win-Lösung machen. Wir müssen das Gold an Cortez abgeben. Oh, ich habe eine Idee. Steck so viel Gold in deine Tasche, wie du tragen kannst. Ich muss sowieso jemanden holen, der die Truhe sichert. Wenn du den Pfaden nach oben folgst, wirst du dort einen Weinberg finden. Dort wird man dir einen weiteren Weg weisen. Auf jeden Fall wirst du genug Gold haben, um zu kaufen, was du willst. Niemand weiß, wie viel Gold in der Truhe war. Wenn also etwas fehlt, wird es niemand erfahren. Mir gefällt dieser Plan, aber ich sehe ein Problem. Wenn wir die Truhe unbeaufsichtigt lassen, wird jemand hinter ihr her sein. Andererseits, wenn einer von Cortez' Männern dich sieht, wird er nichts sagen. Was hältst du davon? Ich behalte die Truhe im Auge. Und wenn du in meine Nähe kommst, weißt du, das wird das Signal für mich sein, hier zu verschwinden. Das könnte klappen. Na gut, geh. Ich werde hier warten. Achso, der guckt sich immer noch weiter um. Sumpfkraut, Sumpfkraut. Der muss ja schon fast schwimmen. Ich will immer noch das Schwert finden. Das ist diese Austauschhöhle. Da ist aber niemand drin. Da gehe ich mal weiter Richtung Ufer. Cone kann noch ein bisschen warten. Hätte ich mal gesagt. Hätte ich mal gesagt. Wenn er so lange überlebt hat, dann wird er es jetzt auch noch überleben. Ich könnte ihm auch die Jägerrüstung geben und ein Schwert. Waldknöterich. Ich muss dieses verzierte Schwert finden. Oder wie gesagt, ich will es finden. Ah! Beutel mit Erz. Sie müssen hierher gekommen sein. Ja, dafür die Spur hin. Jemand hatte auf Mars und bewegte sich auf meine Richtung des Sumpfes. Ich fand dort einen Beutel mit Erz, das Cortez beruhigen sollte. Aber dieses Schwert. Kaum plötzlich treffe. Ich fand eine Schmuckschatulle. Vermutete Blut, Leichen. Ich musste versuchen, ob die loswerden und sehen, ob die Unglücklichen etwas Wertvolles bei sich hatten. Der alte Harry hat schon genug durchgemacht. Wäre reine Grausamkeit. Ich denke, auf Friedrichs Weinberg ist es ein Platz für ihn geben, um etwas zu tun. Im
Wasser an der Kante des Sumpfes. Vielleicht ist es ein Blick wert. An der Kante des Sumpfes. Vielleicht die andere Seite. Also wieder Richtung Zuflucht. Oder hier. Weiß nicht, ob ich hier die ganze Gegend gescannt habe. Weil der eine hatte eine Axt auf jeden Fall. Der Südländer. Boy. Das Wasser hat keine Sounds. Wenn ich durchlaufe, finde ich immer ein bisschen weird. Ein bisschen schlecht gemacht. Da ist ein Heilkraut. Weil das für sowas findet es halt immer gleich. Der Kante zum Sumpf. Da ist ein Lurker. Da ist ein Toter. Ah, der lag da schon. Leiche eines Bergmannes. Stahlpaket. Würde auch Cortez interessieren. So einen guten alten Freund Cortez. Ein Schmuggler. Ein Mist wie weniger. Oh. Bitte hilf mir. Was ist passiert? Wir sind abgestürzt. Wir haben versucht, durch den Sumpf zu kommen. Die verdammte Drohne ist mir um die Ohren geflogen. Ich kann nicht atmen. Ein Heiltrank. Verdammt, ich spüre, wie diese Scheiße in mir brennt. Sieh mal, das Schiff ist mit dem Großteil der Waren untergegangen. Als ich auf den Balken schwebte, sah ich, wie einige der Überlebenden in Schaluppen auf die nahegelegene Inseln landete. Ein paar Leute schafften es zusammen mit mir an diese Küste südwestlich von hier. Dieser Bastard, der stahlen, was sie konnten und machten sich auf den Weg. Und noch etwas. Oh. Machete der Südländer. Manifest des Schiffs.
Notiz, die ich beim verwundeten Piraten fand. Erhält Informationen über die Waren von Cortez. Waffenpakete, eine Truhe mit magischen Erzbarren. Eine bis zum Rand mit Gold und Schmuckstücken geführte Truhe. Schatullen mit mechanischem Schmuck. Säcke mit magischem Erz. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Okay. Korn steht immer noch da. Kann ich mich nicht drehen? Hier sind 10 Lebenspunkte, die ich da habe. Mag, ich hasse das, wenn es immer so rumbackt. Junge, jetzt bleib halt mal stehen. Ist, dass mir wieder die Parameter anzeigt, wenn ich hier Dings, wenn ich auf irgendwas drauf drücke. Nee, wenn ich hier eine Fackel anmache oder so. Ich esse jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, wie viel Mana ich hatte, aber ich habe nicht so viel. Darum esse ich jetzt einfach einen Blauflieder. Oder zwei. Passt. Ich denke, das kommt ungefähr hin. Ich will aber dieses Schwert finden. Ah, verziertes Schwert. Kraut. Okay, das zählt nicht darunter. Ja gut, ich glaube, dann habe ich jetzt alles, oder? Harry hatte recht, ich habe das Schwert im Wasser gefunden. Das wäre besser, wenn ich das Cortez überreichen würde. Ich denke mal, dann habe ich alle Sachen.